wir üben heute ein bisschen das Katamaran paddeln bei null Wind. Das heißt, es ist immer gut, wenn man nicht draußen auf dem See, auf dem Baggersee, auf dem Meer stehen bleibt, wenn plötzlich der Wind weg ist. Deshalb befinden sich in dem Grabner Hariken wie in allen Grabner, Happy Cats vorne im Bugverdeck, eine Lasche. Darin befinden sich zwei kurze Stechpaddel, die dann in der Not sehr nützlich sind, wie man das hier sehen kann. Das ist zwar keine Not, aber eine schöne Übung. Jetzt übt ihr einfach mal das Steuern gezielt. 360er fahren. Selbst das Rückwärtspaddeln geht einwandfrei. Ja, heute ist hier am Eiselmeer nur ein Hauch von Wind, sodass ein zuverlässiges Kattsegeln nicht möglich ist und deshalb haben wir heute die Paddel einsatzbereit, um auch ja, mit Hilfe von Stechpaddeln den Kat von A nach B zu schaffen und anzulanden oder aus Windschattensituationen raus zu paddeln. Also bei dem Hauch von Wind, der jetzt gerade schon wieder eingeschlafen ist, ist praktisch kein Segeln möglich. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwo in Skandinavien auf Seensystemen oder auf den Ålandinseln oder sonst wo mit Zeltgepäck unterwegs sind, müssen wir in der Lage sein, uns weiter fortzubewegen und das eben mit Hilfe von Paddeln. Wir vor 2 Jahren den Plan machten, ja, paddelnd auch den Wind zu nutzen und das mit Zeltgepäck in skandinavischen Gewässern, auf skandinavischen Seen unterwegs zu sein. Da stellte sich die Frage, besegeln wir unsere Schlauchkanus oder benutzen wir ein paddelbares Segelboot? Und da hatten wir 2015 und 2016 einen Happy Cat Neo als Testboot. Und konnten da schon feststellen, dass es eine geniale Sache ist, diese kleinen, leichten, gut zu händelnden Schlauchkatamarane der Firma Grabner zu nutzen, war einfach cool. Wir haben einen sehr hohen Auftrieb, man kann sich schwer beladen. Wir haben in der Regel außer Zeltgepäck auf Wildnistouren auch unsere beiden Hunde dabei für viele Tage Essen und Trinken. Und ja, eben auch die Möglichkeit, dieses Segelboot, diesen Segelkatamaran wie hier jetzt geübt und demonstriert zu paddeln und das zielgenau und ohne dass man dabei den Heldentod stirbt. Auf dem Happy Cat Hariken sitzt heute Freund Burkhard. Er ist eigentlich nach Holland gekommen, um mit diesem Boot auch mal zu segeln.
Aber das ist hier kein Segeln, das ist jetzt eben eine andere Übung. Und ja, das ist mal auch aufschlussreich, wie man da zu Rande kommt. Aber jetzt kriegen Sie richtig Fahrt drauf, weil Rückenwind ins Großsegel kommt. Beim Katamaran ist das Schwert jetzt unten, damit keine seitliche Abdrift zu groß wird. Nicht benötigt wird offensichtlich das Ruderblatt. Das heißt, wenn man zu zweit paddelt, kann man dosiert paddeln, dosiert wenden, 360er paddeln und das geht alles sehr easy. Heute ist Samstag, auf dem Eiselmeer sind jede Menge große Segeljachten unterwegs, die allerdings auch nur rumdümpeln, aber die haben eben Motoren. Samira und Burkhard paddeln jetzt gleich in die Hafeneinfahrt, wo der Hafenkanal nach Makkum reinführt. Dort werde ich wieder aufsitzen und mitpaddeln. Hier aus der Hafeneinfahrt von Makkum kommen jetzt jede Menge motorisierte Segeljachten raus. Und Samira und Burkhard steuern jetzt unser Gummibötchen hier in den Kanal rein. Und das ohne Steueranlage, sondern nur mit Hilfe von zwei Stechpaddeln. Okay. Ich steige noch nicht ein, ich will noch filmen. Ist total klasse. Ich laufe hier ein bisschen auf der Mole der Hafeneinfahrt mit am Ufer entlang, um den Happy Cat Hurricane von außen zu filmen mal. Und dabei kann man beobachten, dass er sich prima mit Hilfe von Stechpaddeln händeln lässt und ja, zwischen den großen Motorjachten als kleines, wendiges, süßes Gummibötchen eine richtig gute Figur abgibt. Das gefällt mir. Das muss so gut paddelbar sein, dann ist es nämlich besser wie ein Schlauchkajak, was Besegelung hat. Man muss jetzt bedenken, so glatt und windstill wie es jetzt ist, ist natürlich außergewöhnlich. Normalerweise hast du auch Windstille und trotzdem noch kappliges Wasser. Wir fahren jetzt mal richtig in den Hafen rein zwischen die großen Schiffe. Hoffentlich sind welche da. Das ist das beste Wetter, ja, am Saladin. Da hast du erst mal einen halben Tag gebraucht, um damit fertig zu werden, dass kein Wind war. Dann haben sie die gut filmen können. Ja, das scheint ein Wettbewerb zu sein. Hier haben die Nummer 3. Das ist sehr gemischte Gruß.
Bitte was? Ja, so alle Somali stehen auf dicken Frauen mit dicken Arsch, kleinen Titten. Was? Aber meinst du? Ich meine, das ist so, dass. Hey! Nee. Hey! Das ist ja jetzt überhaupt keine Anstrengung, man muss ja eher bremsen. Ja. Einen eigenen Golf. Na gut, die Liegeplatzgebühren sind auch nicht gerade billig. Das ist schon eine Veranstaltung. Ist das Polizeibüro? Nee, guck, da oben haben sie die Veranstaltungsfahne drauf. Ja. Aber die haben die gleiche Fahne wie die anderen auch. Wurde beim Walfang eingesetzt hat. Das waren etwa die Größe. Können. Ja, weil ich meine, so ein Kielboot, das Kenterzaun richtet sich wieder auf. Was machst du mit dem Ding? Der Kenter, das Boot ist Kenter, aber wahrscheinlich auch. Ja, no, logisch. Eine Kapitänsschule oder so. Weg aus. Die Post abgeben. Ich habe ja schon 1000 Wünsche realisiert, aber den hatte ich erst gar nicht. Na, was der Hochsicherer war, den fetten Max da vorne hat. Ja. Ist das eine Segeljacht mit Motor? Ja. Also jetzt rechts. Nee, der fand gerade aus, als ein Ruderboot durch kann, durch den See auch. Richtig, so ist es. Sieht aber ziemlich beschissen aus, die Tüte. Moment, hier waren da ja die ganzen Boote am Rand. Das ist doch nicht so ein Zufall. Obwohl hier alle nicht so kommen. Ich war ja gestern noch mal hier. Ja. Da ist im Hafen ein riesen Festzelt aufgebaut. Das ist auf jeden Fall mal ein Festzelt. Also bei der ja, die kommen nicht wegen ein bisschen Paddeln hier rudern. Zum heutigen Ausflug in den Hafen von Makkum bekommen wir hier eine prima Ruderboot-Show geboten. Eine Veranstaltung mit unterschiedlichsten Booten. Alle rudern wie die Teufel, alle sind gut drauf. Es scheint ein Event zu sein, ein Ruderboot-Event. Und wir werden gleich sehen, ob die auch eine Fete feiern heute Abend. Es waren schon eingespielte Teams, Firmen. So, also, ja. Die sind extra dafür. Also, ja. Du überlegst dir das jetzt nicht an dem Tag, sondern du überlegst dir irgendwo immer so ein Fest. Und dann kommt da ein Drachenbootrennen statt, wo verschiedene Firmen sich dann dazu entscheiden, da mitzumachen. Dann trainieren die 2-3 Monate lang. Gepflegt wie. Oder nagelneu gebaut. Ja, dann haben wir vielleicht schon Kunde zu überlasten. Eigentlich nicht, weil vorhin hatten wir schon mal ein Boot, da saßen so 10 Leute und dann sind wir hatten 12. Der kommt nicht nach rein. Da müssen wir gucken, wenn die wiederkommen, wie die aussehen. Ein Tag ideal für so eine Veranstaltung. Ja.
unvorstellbar, was das bedeutet. Oh, da kommt auch noch ein großes Schiff hier. Schiffe, die hier rumkalschierten, hatten Jugendliche aus Deutschland. Mit einem Riesenschiff. Haben hier schon die Dreimaster. Alles komplett und haben nur die Schüler gemacht. Bei den anderen aufgewärmt, haben wir welche unterhalten. Da haben wir unter voller Besegnung. Und abends auch bei Leuten ganz oben. Eine Demo, so wie das früher so war. Sind ja ab und zu auch Leute runtergefallen. Vielleicht müssen erst die ersten Fehler wegfahren, aber die Kanäle sind teilweise zu schmal, dass man da durchrudern kann. Liefern sich noch einen Kampf, pass auf, weiter ans Ufer. Meinst du, da hinten? Ach klar, das ist ein Steuer. Ne? Das ist der Steuermann. Geiles Licht, geile Boote. Die werden auch nicht den ganzen Tag paddeln, dann sterben die bei der Geschwindigkeit. Und noch welche? Guck mal, was das für ein Fest ist. Und da kommt noch eine Bade. Noch nicht rausgehen. Was wollen wir denn hier? Nochmal an den Fischerbooten vorbei, die sehen so genial aus. Das ist die Festmusik. Der Wind hat gedreht auf Nordwest. Das wäre ein Ding, wir könnten jetzt hier raussegeln, da müssten wir kreuzen. Perspektiv.
zwar auch mit, dass er dreht. Im Schiff. Ja. Zuschauer für dieses, für diese Ruderboot-Regatta hier. Mit dem Gegenwind? Ist es anstrengender geworden oder geht's noch? Super. Cool, Mann! Wow, cool, cool. Super. Die wollten uns eigentlich Vorfahrt lassen. Ja. Die sind die Überholenden. Unglaublich. Das sind haben auch Plätze gut gemacht. Solche Kinder. Guck mal, die sind am 3. Platz. Das ist toll, dass sie hier so Bekleidung haben. Da ist das der nackte Zufall. Ich meine ja. Der ist schon heißer. Das Bunte, was da kommt, war eins der ersten. Siehst du, Nummer 2. Und
interessante Perspektive. Natürlich können sie das. Aber in der Regel machen das Frauen nicht so furchtbar. Haben sie meistens noch weniger Muskeln, aber es ist halt nicht so ganz so viel. Die Muskeln sind aber schwerer als Fett. Ja, aber was ist die Fett? Nur das Gefühl, das Fett ist aber nicht so die Feiten ohne Ende. Wir sind auch relativ spät. Doch, sieht aber wirklich gut. Zusammen sind, da gibt das ja noch einen richtigen Fight. Die Grünen da hinten, die könnten eigentlich gar nicht das Gelbe jetzt gerade überholen. Weil das zu eng ist, ja. Sonst ist der Held dann wenigstens die Strategie. Die sind jetzt nicht so gut. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, mit dem richtigen Boot. Denn das ist ja die explosive Position. Und das so schön wahrzunehmen. Ja, und das in diesem Hochbetrieb hier noch. Sitzt alle drin, die sieht schon total verkümmert aus. Schmal und dünn. Siehst du, vorne im Bug sitzt bei der Nummer 20. Leicht schepp, als wenn ich schon ein ganzes Leben lang geruht. 14. Sind aber ungefähr als 10. reingekommen oder so. Ich habe heute mit einem eher langweiligen Tag gerechnet. Null Wind, spätsommerliches Wetterchen, ja keine großartigen Ambitionen für Wassersport oder irgendetwas. Und dann haben wir beschlossen, wir machen Kentertraining. Und ja, und plötzlich hatten wir auch dazu keine richtige Lust. Und wir sind dann zu dritt nach Makkum rein gepaddelt auf unserem Happy Cat Hurricane Segelboot, Segelkatamaran. Und das hat richtig Spaß gemacht. Denn auf der Strecke, auf den 3 oder 4 Kilometern Richtung Makkum durch den Hafenkanal, kamen uns jede Menge Ruderboote entgegen und das war eine tolle Veranstaltung und wir sind heute Abend hier.
total zufrieden, dass wir dieses interessante Unternehmen, diese Veranstaltung mit diesem Ruderboot läuten, ja, live aus nächster Nähe von unserem Segelbötchen aus beobachten konnten. Das hat uns gefallen.